Meine Missionsziele. Ich habe psychologische Kriegsführung. Ist machbar. Sichere Missionsziele Nummer 6, das halte ich schon. Und sichere Missionsziel Nummer 1 ist da hinten. Hey, super, toll. Muss ich die erstmal wegottern da? Bewegung. Die hier wollen sich in dem Häuschen verstecken, weil irgendwie die haben ihre Boards verloren. Und dürfen 6 Zoll rein. Das heißt, die huschen da alle so rein. Ich stelle sie oben drauf. Ja. Die würden sich so quasi positionieren. Ja? Simp und Simp. Nur unten drin. Oh. Kiekse. Da stehen sie. So. Dann möchte gerne er hier 6 Zoll hier vorne rüber. Ja, so. Und die Jungs steigen gleich nach da aus. Da stehen die Nasenbärchen. Er hier macht und läuft bis nach da. Haut die Hecke da mal weg. Die hier wollen gerne ihre 6 Zoll hier vorne rüber. Die haben von dem ganzen Gerummel da vorne echt die Nase voll. Und auch die hier fahren hier vorne rüber. Das Eutchen fährt 12 Zoll bis nach hier. Cruising Speed. Der hier fährt seine 6 Zoll dahin. Und die Marines wollen gerne aussteigen. Durch Gelände quasi. 4 Zoll. Da machen sie Ringelpiez mit anfassen. Die Jungs wollen gerne stehen bleiben. Die Havocs haben auch jetzt nicht so einen riesen Bock auf sich bewegen und der hüpft sie hier vorne rüber. So. Ziehen habe ich ja gar nicht. So gar nicht, überhaupt nicht. Dementsprechend möchte ich mal direkt losdackern. Ich würde sagen, ich fange mal. Durch Cam halten. Bitte? Durch Cam halten und kannst du in Ruhe. Das ist gut, ja, mach das mal. Und ich. Möchtest du bei dem ein Schild vorher ansagen, bei irgendeinem? In irgendeiner Richtung. Warte mal. Wo steht er nicht noch in Dings? Der steht aktuell noch in den 3 Void Shields drin. Das ist richtig. Seite kann man auch ansagen, ne? Die haben einen Schuss. Der hat einen. Zwei Schuss. Ein Schuss Plasma, allerdings da nur Snapfire. Ein Schuss Plasma, ein Multimelter. Ich sag nach vorne mal. Nach vorne sagt er an. Jo. Okay. Dann wird jetzt jeder Cut. Als allererstes möchte der Multimelter in ihn hier vorne rein. Auf die 3. Jo. Jo. Melterreichweite. Das ist ein vollblütiger Holster. Ja, dann. Du hast noch deine Stinkewolke, ne? Ja. Für Decker. Nee. Was passiert denn dann? DS1 und ist das Ding ist oben ist offen. Ne? Ja. Ups, also Drop Dice zählt nicht. Auf 4 macht er Puff. Rums! Macht er Puff. Macht Explosion! Ja. Na, das ist doch schön. Und guck mal, wie weit vielleicht bei einer 6 könnte eventuell noch Marine ja angekratzt werden. Guck mal. 2, ja. Nee, da passiert nichts. Da passiert dann nix. Ist der nur abgeräumt. Dann. Hoho, pass auf. Dann schießt der Trupp hier vorne. Ja. Der schießt dann noch gar nicht, weil die zuerst mit seinen Boltern aus dem Fenster raus dackert. Ja. Aber da ist keiner in Schnellfeuer rein. Also welches Fenster? Ist da gar kein Fenster? Nein, da ist keins. Nun, wenn da gar kein Fenster ist, dann lass eine Tür ist da, aber kein Fenster. Kannst dich gerne selbst noch. Nee, habe ich gerade gesehen. Ist vollkommen richtig. Dann schießen die alle da vorne rein mit ihren Boltern. Weil hier ist nämlich ein Fenster, das hatte ich gesehen. Mhm. Das sind aber auch nur 4 Schuss. Quasi, weil er hat nur eine Pistole mit. Okay. Auf die 3. Ja, super. Und Widerstand 5 Majority, also auf die 5. Jo! Ha! Dann darf. Ja, genau. Belisarius Core Safety. Oh! Nee, Fear No Pain. Den Reloadable. Nee! Oh, die Bolter! Belisarius hat vom Bolter schon mal ins Gesicht reingekriegt. Oh, sehr gut. Armer Belisarius. Sehr gut, sehr gut. So, zack. Was? Ein Lebenspunkt. Ja, läuft doch. Überbolter. Der Kombibolter in die da rein. Auf die 3. Jo. Und auf die 3. Jo.
Aber die haben auf jeden Fall ihren Decke oder Rüster auf jeden Fall abbestanden. Safe. Viererhose. Dann machen wir doch mal mit. Warte mal, du hast da nach vorne hin, ne? Ja. Dann wollen gerne meine Havox hier in den Trupp von Belisarius rein. Ah, stimmt, du hättest mit dem Boltern gar nicht draufschießen können. Nein? Void Shield. Stimmt, ja, dann hat er seine Dings da weg. Musst du erst Void Shield kaputt machen. Zuerst mit denen. Nur die beiden Raketenwerfer. Ja. Auf die 3. Ja. Und mit Stärke 8 brauche ich jetzt 4. Yep. Das ist genau. ein Schild weg. Void Shield ist durch. Sind noch 2. Ja gut, dann muss der Plasma mal da rein. Ja. An sich in die Seite rein. Auf die 3. Wo schießt du jetzt drauf? Hier mit dem Plasma. An sich dahin, aber das ist Void Shield. Insofern brauche ich jetzt. Ja. Das zweite Void Shield ist weg. Das ist schon mal ganz gut. Das ist erfreulich. Ja, für dich. Für mich auf jeden Fall. Dann möchte gerne die Plasma-Nase hier raus. Möchte die überhaupt? Das ist 12 Zoll gefahren. Ist das relevant? 12 Zoll? Was denn? 12 Zoll gefahren, Insassen? Ja, dann ist Snapfire. Genau. Das wäre relevant, aber. Ja, doch, komm, da rein. Darfst du eigentlich für jedes Void Shield neu würfeln? Ja, ne? Ja. Void Shields müssen weg. Da ist zu viel drunter. Auf die 6. Nein. Nein, das ist nichts. Dann ist schon fast mein Gedacker durch. Obwohl, ich könnte noch gucken. Der hat einen Multimelter vorne dran. Aber dann kann ich da nicht mehr reinchargen. Ich schieße erstmal hier mit dem. Der hier vorne? Ja. Möchte gerne mit seinem Bolter in die Jungs da vorne rein. Ja, die dürften auch nicht mehr drin sein. Kommen wir Bolter auf die 3. Ja. Und auf die 5. Nö. Oh, da. Das ist mit einer 3, ist das Quatsch. Ja, die Beschussphase ist ja gut. Deine Marines hier unten? Auf die Scouts noch oder so? Nee, ich mache erstmal hier vorne weiter. Ja, okay. Und zwar die beiden mit ihrem Kombi-Bolter, beziehungsweise er mit seinem Kombi-Bolter hier rein. Ja, ja, die Infiltrators? Ja, genau. Kombi-Bolter ist allerdings in Schnellfeuerreichweite synchronisiert. Sicher, dass du mit Schnellfeuer schießen möchtest? Ja, die sind unaufhaltsam, doch. Ach, okay. Armeeweit sind die unaufhaltsam. Ja. Das ist wunderbar, ist es. Treffen beide. Ja. Ohne auf die 3. Einer. Dann nehme ich einen Dreierdecker. Mhm. Wegen Tarnung. Ein 4 No Pain. Dann eine Wunde. Ah, eine Wunde. Dann schießen die beiden auch da rein. Er mit seinem Multimelter, er mit seinem auch Kombi-Bolter. Mhm. Kombi-Bolter zuerst. Treffen beide. Und auf die 3. Jo, beide. Gut gemacht. Auf die 3. Jo. Und der Multimelde. Nee, natürlich nicht. Das ist wie ist immer. Ja. Hier vorne stehen Jungs hinter, versteckt, da, ja. In Reihe und Glied und schießen auf die da drauf. Zuerst die 3 Bolter von denen. Die sind nicht Kombi, genau. Und auf die 4. Ja. Gut. Dann 4er Decker. Mhm. Ich hab keine Mäntel. Ja, oh. Safe. Und die Plasma daraus ebenfalls noch. Nee. Der Morgnet. Super. Ich glaube, da bin ich schon quasi mit meinem Gedacker durch oder was? Ja. Mehr Gedacker ist nicht da. Der hier poppt noch Smoke auf. Okay. Und dann möchten die gerne in die reinchargen. Ja, auf jeden Fall gebe ich dann gleich mal. Kannst du dann ja, erstmal gucken. Doppel 1. Ich glaube, mit 11 sind sie drin. Ja. Die wollen ebenfalls in die reinchargen. Aber okay, auf vorher kann genau. Ich. Du bist dann halt schon auf die Bikes, genau. Ja. Würde auch nicht gehen mit Stärke 2 auf Widerstand 6, komme ich glaube ich nicht durch. Ach so, dann hat er da gar nichts. Die haben Widerstand 5 nur die Tammys. Ja, aber du hast ja zuerst mit denen gecharged. Aber ich glaube, die kommen nicht rein. Dann hauen wir durchs Gelände. Nee. Ja, dann war das wohl nichts bei denen da. Ja. Ach. Okay.
Gut, dann packen wir die mal rein. Ja. Der eine hat noch einen Lebenspunkt. Ja, stell da an die Wand oder wir wissen ja, dass die da sind. Genau. Ich rück gleich einfach nach unten rein und dann ist gut. Damit ist dann schon das Kloppen quasi dran. Ja. So, die da hauen zuerst auf, die nehmen den Inni, die nehmen den Inni, die haben Inni 3 und dementsprechend. Ja. Also. Genau. Rein theoretisch werden sie eh. Prinzipiell sind alle drin, genau. Aber ich komme jetzt einfach mal runter, das ist dann ein bisschen ersichtlicher. So, oh, treffen wir uns auch in den Moschclub. Mein Chef möchte gerne eine Herausforderung aussprechen. Möchte, muss. Ich nehme sie natürlich an. Sehr gut. Dann sind jetzt mein Precepts und dein Chefi eine Herausforderung. Mhm. Was möchtest du denn zuerst abhandeln? Ja, machen wir einfach Knee-Step ganz normal quasi. Knee-Step? Ja. Okay, dann hauen meine normalen zu. Sind 2, 4, 6, 8. Jo, auf die 4. Sechsen geben zusätzliche Verwundung. Mhm. 2 Stück an der Anzahl. Ich brauche 4, aber ich habe Zelot durch die Maske der Erwissenheit. Mhm. Ist nochmal eine 6 dazu. Mhm. Dann hole ich mal gerade 1. 2. Das ist ganz schön viel. Wie stark hast du da? 6. Hätte ich vielleicht vorher mal fahren wollen. Auf die 4. DS? Nix. Strich. Ne? Auf die 4. Jo. Das ist eine Menge, ey. Alter Schwede. Das sind insgesamt schon 8, ne? 5, 8. Ja. Dann 3er Safe. Alter Schwede. 5er Feel No Pain. Und 2 tot, damit sind beide Essig. Ne, gar nicht. Also er ist tot. Ich will dich nicht stören, aber da möchte jemand aus dem Fenster. Okay. So, er ist tot, er hat noch 2 Wunden da vorne. Simp. Dann die Herausforderung. Zelot. 2 weitere. Auf die 4. Digital Weapons. Nö. Der Reiher safe. Jo. Dann kommt er ums Eck. Mit 5. Auf die 4. Ja, 3. Das sind 3 Stück. Auf die 2. Mit Reroll. Genau, dann Gift 2 plus und Stärke 6. Dann sind 3 von dir tot. DS4 und mit Stärke 6 sofort ausschalten. Ja, wir sind auf eine Herausforderung. Das heißt, er hat einen 4er Retter. Conversion Field. Ah, okay. Ein 4 No Pain habe ich dann auch noch. Weil er hat Widerstand 4, oder? Was ist denn für eine Stärke? 6. Ach, 6? Ja, ja, dann habe ich keinen Phenopain. Dann 4 Retter. Jo. Damit ist er tot und noch einer tot. Ist er sofort ausschaltend? Ja. Wump und wump. Jo. Na, guck. Und weil wir da so vorne so schön nicht so schön jetzt hier da gebunden sind und beide furchtlos sind, kann nichts passieren. Aber ich habe eine Herausforderung gewonnen. Und kann auf dem Chaos Boom Table würfeln. Aber in der nächsten Runde wäre ich jetzt nicht mehr furchtlos. Weil ich ja jetzt die Maske verloren habe. Ja, das ist ja noch viel besser. Ja, für mich. Also sprich, so. In der nächsten Runde wäre ich wahrscheinlich tot. Tot wieder oder fliehen oder so. Okay. Dann 10er Stelle 1 und 1er Stelle 6, 16. Muss ich mal eben nachgucken. So, das war einmal nichts und durch die Formation das zweite ist 2. 2 fängt schon an, das wäre wahrscheinlich die Chaos Brut und die wird ignoriert. Ja, nee, gar nicht, nur 21 und 22. So, komm jetzt hier mal. 3, was ist denn das? 23. Was ist das denn? Kenn ich ja gar nicht. Plus eine Attack-Karte, Betz. Ja. Sehr schön. Dementsprechend ist meine Runde rum. Missionszielchen, was habe ich denn bekommen? Also psychologische Kriegsführung konnte ich noch nicht machen. Sichere Missionsziel Nummer 6 habe ich. Sichere Missionsziel Nummer 1 arbeite ich mich zuvor.
First Blood aber, ausgeglichen? Hm? First Blood ausgeglichen? Nee, oder leider nicht. Schön wär's, aber... Warum? Du hast mein Läufer zerstört, ja. Ja, richtig, aber du hattest First Blood, oder? Ja, und kann man ausgleichen, oder nicht? Ja, halt so. Das haben wir nicht so, sondern ja. Psychologische Kriegsführung werde ich abwerfen, weil ich glaube, die hacke ich zu Tode und sonst wüsste ich gerade nicht, wo ich das bekommen sollte. Dementsprechend geht es jetzt weiter mit Ed Mac Zug 2. Das war 4. 2. So, Missionsziele für Runde 2. Was ist da? Linie halten. Oh, ja. Surprise. Als wenn, da schaffen wir das. Sicher, das wird schon enger. Sichere Missionsziel Nummer 2. Das ist da, wo wir uns gerade am Kloppen sind. Wo gerade gemoscht wird. Ja, sehr schön. Und Wille des Omnisars. Du erhältst am Ende deines Spielerzugs einen Siegespunkt, wenn du während deines Spielerzuges den Lobgesang des Omnisars Innovation der Maschinenmacht oder Choral der gnadenlosen Faust oder Litanei des Elektromanten eingesetzt und in der Nahkampfphase mindestens ein feindliche Einheit vollständig zerstört hast. Ja, das ist doch wunderbar. Komm, sing nach vorne und ich werde eine feindliche Einheit vollkommen zerstören. Was du quasi auch noch hast, das ist uns jetzt gerade nochmal aufgefallen, du hast auch noch Secure Objective Number One da vorne. Kriegsbeute. Ja. Okay. Dann kommt deine Bewegungsphase. Genau. Weißt du schon, was du hier wohin bewegen möchtest? Ja gut, der bewegt sich einfach nur so ein bisschen hier so. Mhm. Ne? Nimmt da die Hairbox ein bisschen in Beschuss. Mhm. Versucht es auf jeden Fall. Okay. Die werden die Deckung. 6 Zoll. Achso, ich mache dann auch diesen Korall der gnadenlosen Faust. Ja. Ne? Was macht er noch? Ich darf meine Trefferwürfe wiederholen. Du darfst die Treffer wieder. Okay. Ja, Nahkampfattacke. Ja. Genau. So, und Skitaris sage ich an. BF plus 1 einfach. Okay. Okay. Die dürfen sich 6 Zoll bewegen. Fluff. Mhm. Sim. Und Sim. Da kommen sie um die Ecke gebogen. Genau. Die wollen sich auch bewegen. Was? Ich überlege, ob ich den erst bewege. Ach so. Ich bewege erstmal die Rustalkers. Okay. Die Rustalkers. Die haben nicht Durchdeckung bewegen. Oh, okay. Ja. Oh ja. Stimmt, dann war das nur durch die durch diese Formation, wo du 3 Rustalker und einmal die Dings nimmst, die ich immer spiele. Genau. Das glaube ich ja. Oh, das sind 5 Zoll, die du latschen darfst. Zim. Da kommen die hier runter. Oder da rum. Ja, 1, 2, die ziehen sich zurück. Ja, 2 Zoll. Um die 12 Zoll zu wahren. Okay. Dann mein Knight. Jo. Ja. Der will auseinander. Was machst du denn damit? Einfach Kabums macht er. Flop. So geht das also. Aha. Jo. So, Waffen sind quasi ausgerichtet. Mhm. Der steht auch schon fast wieder auf der Base. Okay, fast. Ja. Läuft doch. Läuft doch, sehr gut. Ja. Wollen die sich dann da vorne auch noch bewegen? Ja. Mhm. Disco. Ja. Da sind die hier wieder im Bohrhaus-Ghetto. Sitz. Wumms, da kommen sie halt entlang gesprungen da. Die kleinen Kacke ist ja. Was die denn wohl mal vorhaben? Naja. Wollen die einfach in das Haus reinklappern? Wahrscheinlich, weil was anderes haben die so richtig groß im Blick. Aber alternativ kann ich immer noch in deine Thermis reinballern, wenn dann noch irgendwas übrig sein sollte. Na, hör mal. Oh. Hör mal. Okay, sie. Das ist, glaube ich, auch nichts in Reichweite. Obwohl doch, die sind in Reichweite. Diese Nacht Zoll, ja. Dann sie.
3. Mhm. Und was willst du machen? Beziehungsweise was hast du denn überhaupt? Lightning Arc werde ich versuchen. Mhm. One Charge 2. Range 18 ist ein Witchfire-Profil mit Stärke 5, DS 4 und Lethal Discharge heißt das. Das ist 6 Zoll, also Einheiten in 6 Zoll um die anvisierte Einheit bekommen auf einer 4 plus. Den gleichen dasselbe, nochmal. Dasselbe Profil nochmal. Jo. Ich brauche 2, ich nehme alle 4. Mhm. Kommt nicht. Ha. Dann hat sich das schon erledigt, dann gehen wir in die Schussphase. Weißt du schon, womit du ballern möchtest? Die werden ihre Granate auf Runde 2 sind wir, ne? Mhm. Die Granate da drauf schmeißen. Jo. Wie viel Zoll hat die? 8 Zoll. Jo. So, ich. Abweichung. Das sind 3 Zoll Schablone. Okay, auf welchen Kopf machst du das? Auf den vordersten. Okay. Das sind die wahrscheinlich. Mal schön ab. 3 Zoll. Mhm. Wird wahrscheinlich dann auch. Wenn es eine 3 Zoll Schablone ist, wird die wahrscheinlich nichts mehr treffen. Nichts mehr treffen. Aber ist nicht schlimm. Jo. Die Arkebusen schießen in dein. Mach schon. Dreadnought? Oder in dein Blut. Okay. 1 war jetzt Banane, was ich gemacht habe. Ich muss hier eins. Ne, trifft nur eine. So. Okay. Hat er eine Panzerung? Eine Seite? 11, 12, 12. Ah, ich würfel erstmal. Ja, würfel erstmal. Das wäre eine 9. 9 zusammen? Ja. 9 hat er auf jeden Fall nicht an der Seite. Gut. So viel weiß ich. Dann wird. Na komm, mach schon den Knight. Okay, mach schon den Knight. Okay, welche Waffe schießt? Schießt oben, oben in die Hammerfuss rein. In die rein? Ja. Die dicke Kanone schießt. Die Melterkanone. In den rein. Ja, wenn der abweicht. Ja, ich weiß nicht so. Wenn der abweicht, so cool voll ist, lustig. Schieße ich auch in die Havocs rein, die auch Gatling in die Thermis und den zweiten Melter auch in die Thermis. Also Gatling, Melter, Thermis, Schablone und Rocket Star. Genau. Okay. Womit fängt's an? Den oberen Rocket Pod an. Auf die 3, ne? Ja. Und auf die 2. Einer. Ja. Dann haben die einen Viererdecker. Hast du keinen Tarnung? Ich weiß nicht, das ist, dürfte weniger als 18 Zoll sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist weniger als 18 Zoll. Viererdecker. Ja, super. 3, Stärke 8. Ja. Dann habe ich noch Feel No Pain für Fluss. Einsen darf ich neu schmeißen. Bleibt bei einer 3. Zip. Ein Schablönchen. Da, um den. Das sind alle drunter. Wo hast du denn den Scatter Die versteckt? Da. Ah, ja. Das sind 3 Zoll. 3 Zoll? Ja. Was ist nach hinten? Okay, also quasi so. Ja. Sind noch 2 drunter. Einer. Stärke. 9. Keine Deckung ignorieren, also 4er Decker. Jo. Mhm. Safe. Dann der kleine Melter da unten rein. Mhm. Andy. Trifft. Jo. Wundert. Und dann habe ich nur noch meinen 5er Safe. Nein. 5er Feel No Pain. Nein. Und damit steht er vorne und er ist tot. Simp. Und Typhus, da schießt er alleine. Da. Mann. So. Gatling. Mhm. Die 3. Jo, dann verabschieden noch die 1 weg. Das sind schon mal relativ viele. Und auf die 3. Oh. Das sind nicht mehr ganz das viele. Das geht ja. 4 Stück. 4 Stück. Die also 3. Insofern 5er safe. Alter Schwede. Mhm. Und 5er Feel No Pain. Zip. Dann bekommt Typhus 2 Wunden. 2er safe. Danke, Dominik. Da ich nicht weiß, ob das hier oder das das richtige Feel No Pain ist, würfel ich Feel No Pain nochmal. 5 plus. Nee. Dann hat er eine Wunde runter.
Zap, wer schießt weiter? Die schießen. Mhm. Der hat noch einen, ne? Ja, komm. Ist aber geil. Mhm. Ich schieße einfach mal in den rein jetzt. Okay. Das ist ein guter Wurf. Oh ja. Und das wären dann 2 Volltreffer und 2 Streifer. Okay. Was soll ich zuerst machen? Volltreffer oder Streifer? Mach erstmal die Volltreffer. Okay, dann ab 12, 5er Decker. Ja. Jo, die gehen beide durch. Dann die Streifer. Okay, ja. Dann ist der auf jeden Fall lahmgelegt oder ähnliches, ist pups egal. Der ist platt und die Jungs müssen aufsteigen. Die sind ausgestiegen und sind furchtlos. 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 Okay, weiter geht's. Mhm. Die Sniper schießen oben in die Havox. Jo, können sie ja machen. 5 Schuss auf die 3. Mhm, 2 Stück. Und wobei eine Plus ist ein Rüstungsbrecher, aber das ist ein Decker. Genau, mach einen Decker. Mit der 6 hättest du auch auswählen dürfen. Ja, aber nur im Trefferwurf. Ja, du hattest im Trefferwurf eine 6. Habe ich? Ja. Ja, okay. Willst du noch den Treffer danach würfeln? Ja, dann möchte ich gerne achso, nachwürfeln. Oder du hast einen getroffen und dann. Okay. Dann Decker 4 plus. Pardon, sogar Decker 3 plus. Nützt dem nichts. Und ich habe mich nicht hingeworfen, dann ist der Sergeant tot. Ich hätte ja noch nachträglich sagen. Ja, ist ja. Ich bin da nicht so. Ja. Mal so. Was doch. Wer schießt so, dann? Die Icarus-Waffenstation. Ja. Fangen wir an. Wieder mit diesem Lenkwaffenwerfer. Yep. Auch auf die Havox. Jo. Nein. Dann 5 Schuss. Mhm. 4, 5. Auf die 6. Einer sitzt. Einer. Stärke 6. Also auf die 3. Nope. Und die 2 Twin-Link auf die 6. Twin-Linked. Einer. Stärke 7. Auf die 2. DS 4, glaube ich, ne? Kannst du rüsten. Ja. Rüsten, decken. 3 Rüster. Nein. 5er Fino Pain. Einsen dürfen neu gewürfelt werden. Kann der Würfel aber dann noch als Einsen, aber noch keine 3. Ah, ja. Flop, ist noch einer von den Meistern weg. Okay. So. Dann sind noch deine Graf-Dudes über. Ja. Die werden einfach jetzt mal den Fünfer-Trupp, der da im Haus steht, behaken. Ja. Das sind einmal Würfelanzahl viele. Aber nur auf die 4. Mhm. Das ist nämlich dann schon wieder ein wenig Bestand. Aber so vielen Würfeln ist es trotzdem, also das ist, davon liegt noch eine 6. Genau. Dennoch relativ beängstigend. Und jetzt auf die 3. Oh, das ist viel besser. Das sind 3 Stück. 3 von 24. Schlechte Quote, würde ich sagen. Ne? 3x4 No Pain 5 Plus. Du hast auch noch Deckung ignoriert, genau. Okay, 2 sind tot. Ja. Einer ist gesaved. Das ist mein Gott, also das ist, da bin ich doch durchaus mit einverstanden. Das ist okay. Dann kommen noch 4 Schuss Phosphor hinterher. Okay. So nicht. Aha. Kommt nämlich nur einer. Stärke 5 auf die 4 dann, ne? Genau. Ist auch nichts. Mhm. Ich glaube nicht, dass er ein 12 Zoll ist, oder? Nee. Nee, du hast mir schön vorne rausgeschossen. Alles gut, ja. Deine Skitari Bengar noch? Sehen nichts. Obwohl ein 18 Zoll wird wahrscheinlich nichts sein. Hier war ja kein ist nichts mit Sehen, der Rest ist auch nicht. Also da ist nichts. Okay. Chargen. Mhm. Mhm. Der Knight möchte in deinen Typhus. Und dann versuche ich dir so eine Stärke 8 Granate in die Fresse zu schmeißen. Ja, gib's mir. Auf die 6, komm. Zack, das war fast eine 6. Ja. Yay, yeah, gut! Oh, ich hatte voll Angst. Haben die keinen Sprint oder so? I don't think so. Ja, okay. Dann die wollen in die Marines rein. Ja, natürlich. Dann gibt's Abwehrdacker. Ja. Dann gibt's Abwehrdacker. Das sind 1, 2, 3 Bolter und eine Bolt-Pistole. Erstmal, bevor der Plasma-Master kommt. Auf die 6. Einer. Auf die 3.
Einer. Der Safe möchte ich mit meinem Plasma überhaupt? Ja, komm, klar. Ja, sieben. Abwehrfeuer. Nope, auf einer 4, das war nichts. Dann rennen die rein. Ja, sind die drin. Diese drei. Definitiv. Simp, simp. Wimp. Und wimp, da sind sie. Sehr schön. Finde ich gut, finde ich gut. Auf den Nahkampf freue ich mich. Ärgerlich, ärgerlich. Das wird gut. Dann sind wir schon beim Nahkampf, nicht wahr? Mit welchem möchtest du starten? Mit dem hier vorne oder mit dem da vorne? Hier. Na. Ach, da sind ja sind da sind noch. Ja noch welche. Ja, wir fangen mal hier vorne an. Da vorne fangen wir an, okay. Dann haben wir beide quasi, ich habe Ini 4 regulär mit meinem Champion. Dann hast du dann habe ich jetzt Ini 3. Ini 3. Du hast Ini 4, genau, weil bei dir wird das KG nur gepresst nach unten hin. Ja. Ich habe KG, lass mich gucken. Und du hast, warte mal, Chaos Lord und Balkard Ini 4, genau, ja, weil Nurgle ja langsamer ist. Ja. Okay. Sonst hätte der Chaos Lord 5. Auf die Vieren? Vieren wahrscheinlich. Durch gnadenlosen Faust Koral, darf ich die wiederholen? Treffen. Ja. Okay. Und dann auf die 4. Ja, sind 3. Drei Stück. Dann habe ich meinen 3er Rüster. Alter Schwede. Also 5er, feel no pain. Ja. Einer runter und dann damit hat er noch einen und darf zurückmoschen. Na, das ist doch. Ja. Das ist okay. Was hat er jetzt? 3 Attacken, 4 Attacken? Jetzt hat er 5 Attacken, nicht mehr 6. 3 im Profil, ne gar nicht. 3 im Profil. 3 im Profil? Dann hätte er gerade aber mehr gehabt. Ich guck nochmal. Hier, nee, der hat 3 Attacken im Profil. Gerade hat er 5 und jetzt hat er noch 4, richtig. Auf die 3. Diesmal. Das ist super, dass da wieder 2 Einsen bei rumkommen. Oh Mann! Oh, Rhino, geh runter! Ist das Rhino schon kaputt und stellt sich da noch quer. Und auf die. Oh, pardon. Deine müssen vorher noch einen Angsttest machen. Sonst hätten die sogar nur auf die 5 getroffen. Ja gut, soll ich nochmal würfeln? Nein. Aber zumindest wenn ich jetzt gleich total verkacke, ist es eine Genugtuung. Ich brauche jetzt 2. Das ist nicht 2 Tote. Nein, ich habe einen 6er Retter. Sicarian. Die haben auch einen 6er Retter. Alle. Die Rostarkos auch. Ah, ja guck. Aber hilft dir nix, sind 2 tot? Sind 2 Matsche. Genau. Damit hast du mir. Hast du den Nahkampf oben? Einen Lebenspunkt Verlust verloren. Moralwert-Test. 8 minus 2. Reicht nicht. Ich flieh. Okay. Du fliehst. Inni. Ist doch hier, ne? Ja. Ja ich denke. Oh, Inni 4, ich brauche jetzt auch eine. Ja, nö. Ist eh nicht dran und dann bin ich weg. Na, wir dürfen rennen. Sind 9 Tor. Ja, 9. Plus 3. Genau. 12 Tor. Sind 3 hoch. Du kleiner Glückskeks. Ich komme genau auf der anderen Seite raus. Ja. Oh Mann. Fluff, 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 fluff. Also runter. Und mein Bein. Nee, nicht ganz, ich komme hier hin. Hä? Na, schmeiß er erstmal die Kanone. Das ist wieder der waffenlose Joe hier. Bike konsolidiert sich. Jawohl. 3 Zoll. Und huscht damit hier vorne rum. Geht nur noch einem. Zap. Okay, dann ist hier der Nahkampf. Ja. Wie viel? Genau. Du hast auch Ini 4, ne? Nee, ich habe Nörgeltypen, die sind schleimig und das heißt, die haben nur eine Ini von 3. Die Ini ist um 1 nach unten hin. Ja, okay. Aber du hast dafür dein KG um 1 nach unten hin. Ja, gut, das ist für mich jetzt uninteressant, weil ich ja diesen Korall ausgerufen habe. Da darf ich meine Nahkampftrefferwürfe eh alle. Das ist richtig. Aber ist für mich schön, weil ich habe dann zumindest auf einer 3 treffen. Das ist bei denen schon nicht ganz unwichtig. Nee, warum? Die haben auch KG 4, oder? Meine? Ja. Ja, deswegen ja. Und wenn dein KG um 1 nach unten gedrückt ist, dann habe ich auf einer 3. Ja, 2 Nahkampfwaffen gibt plus, plus eine Attacke, ne? Das heißt, ja, genau. 4 Attacken genau. In Charge einer. Ja. Warte mal, ich muss mal eben kurz was gucken.